So, Freunde, da sind wir wieder zur letzten Folge diese Woche. Wir haben in der letzten Folge relativ viele Erfahrungspunkte gemacht. Uns fehlen aber trotzdem noch irgendwie 2000... Könnt ihr euch selbst ausrechnen. Keine Ahnung, ich habe den Bot zu rechnen. Warte, 2630. Aber ohne Gewehr, Jungs. Die Angabe ist ohne Gewehr. Könnte auch falsch sein. Jedenfalls haben wir hier irgendwelche Banditen platt gemacht. Und haben herausgefunden, dass Halvor, ich glaube, das war der Fischhändler, wenn ich mich recht erinnere, dass der hier Dreck am Stecken hat. Also wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, also nächste Woche dann, dann, Jungs, ne? Da werden wir dann mal auf den Zahn fühlen. So, wir haben auf jeden Fall noch zwei Wölfe vor uns, die wir auf jeden Fall noch platt machen können. Wir wissen, irgendwo rechts da oben müssten noch Feldräuber sein. Nur mal so rechts und links ist nichts. Was wollt ihr denn? Immer ein Pfeil verkackt da immer dabei. Muss doch nicht sein. So, das Ding ist, da hinten... Nichts zu plündern. Ja, ja, mach mal ruhig. Da hinten wird's komisch. Und ich wette mit dir, dass links der einfache Weg ist. Gut, wir nehmen jetzt mal einen Boden in die Hand. Das Problem ist, dann können wir wieder einen Sträucher und sowas nicht ausnehmen. Beziehungsweise wir müssen sie dann selber finden. Aber ich will nicht jetzt irgendwo in den Hinterhalt geraten. Rechts von uns sind halt irgendwo noch diese zwei Keiler. So, ich dachte, die wären noch eine Pflanze. Okay. Das ist ein einzelner Keiler. Wir laufen mal ein bisschen rum. Ne, wir haben ja ein bisschen Zeit. Hier müssten jetzt die beiden... Nee, ach, die Keiler sind unter uns, glaube ich. Perfekt, Freunde. So, hier war auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich höre die Teiler. Die Frage ist... Kann ja sein, dass die über uns sind, ne? Und dann kriegen wir richtig auf den Sack. Das hört sich so an, als ob die uns irgendwie gleich angreifen würden. Aber was soll's. No risk, no fun, Freunde, ne? Problem ist, um Teiler, glaube ich, kannst du auch nicht weglaufen. Aber ich glaube, der ist schneller. Also irgendwo da unten sollten die Teiler eigentlich sein, die wir gesehen haben. Feldräuber, mach doch mal hier Hallo. Danke. Ist doch mal geil, wäre so ein Fantasy-Rollenspiel, wo du auf Bäume klettern kannst. Das wäre mal voll die Erfindung, Mann. Selbst Bethesda's, wie heißt das nochmal? Die Elder Scrolls von Bethesda Software. Selbst die, weißt du, das sind ja schon Skyrim oder sowas, ne? Oder für die etwas älteren Hasen, die auch Gothic 2 damals schon gespielt haben. Morrowind, ne? Und Oblivion. Das sind noch Spiele gewesen, so. Aber selbst, weißt du, das sind richtig geile Dinger, aber trotzdem. Fehlt sowas wie auf Bäume klettern. Das müssten sie irgendwann noch einführen. Weißt du, jetzt kann man irgendwie neuerdings wieder reiten und so. Bäume klettern. Das würde ich noch geil finden. Ist vielleicht teilweise ein bisschen OP. Überleg mal, so ein Feldräuber kommt hier an und du kletterst auf den Baum hoch. Und machst ihn damit einen Boden platt. Ja, ich meine, Feldräuber machst du eh platt. Wenn du nur auf dem Baum drauf bist oder nicht, ne? Auch egal eigentlich. Ah ja, was soll's. So. Na, wir haben ja noch richtig viele Heiltränke, du. Also ihr seht schon, ich habe zwischendurch nicht das Feuer benutzt, um uns irgendwie mal ein paar gebratene Fleischstückchen zu brauen. Braun vor allen Dingen. Da unten sind die beiden Teile. Okay, alles klar, verstehe. Das sieht aus wie Waage. Okay, Jungs. Das war das. Aber wir haben wenigstens die Feldräuber noch platt gemacht. Also irgendwie vor uns sind halt ein paar Wale, dachte ich mir irgendwann schon. Irgendwann müssen die Viecher mal auftauchen. Aber das hatte ich noch im Hinterkopf, dass irgendwo hier in diesem Wald Wale sind. Und Wale sind in Gothic 2 wirklich relativ gut. Und außerdem verhalten die sich, glaube ich, ähnlich wie Wölfe. Also wenn da ein irgendwie Aggro macht, dann kommt der zweite und der dritte, der neben ihm steht, auch noch gleich dazu. Ich schätze einfach mal, wir gehen einfach mal hin, Freunde, ne? Einfach mal, weil wir neugierig sind. Ich kann euch ja auch nicht jetzt abspeisen und sagen, da guck mal, da hinten ist Nebel, lass mal in eine andere Richtung laufen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ja, du musst da schon hinlaufen. Das war bester ever. Kann ich den Fall bitte einsammeln? Oh nee, Alter. Immerhin, die Heilpflanze haben wir durchgekriegt. Oh. Nochmal eine. Und eine Feuernässe. Du sollst da hochspringen. Was ist denn daran das Problem, Junge? Heilpflanze. Nehmen wir ganz behutsam vor uns, ne? Wir sind ja auch, glaube ich, seit letzter, also längere Zeit. Es
Jetzt ist nur einer. Ich glaube, einen konnten wir noch mit dem Boden erlegen, oder? Sollten wir treffen. Der erste war übrigens ein Volltreffer. Nicht, dass ihr denkt, oh, guck mal, wie viel Schaden du den Keiler machst. Hm. Der erste war ein Volltreffer. Wir hatten, nur so Jungs, wir hatten wirklich schon mal zwei Keiler angegriffen. Ich glaube, sogar mehrmals. Und es hat nicht funktioniert. Also, bei zwei Keilern, da warte ich immer noch auf das Rapier. So, und da hinten war jetzt der nächste Wagen, ne? No. Wir wollten ja eh zum Nebel. Im Nebel ist nämlich nur ein Wolf. Wir laufen hier weiter. So ist nicht. Noch werden wir nicht vertrieben, Jungs. Noch lassen wir uns hier nicht entmutigen. Moderat, Jungs, was ist denn da los? Wolf, kannst du mal bitte aggro auf mich werden? Jetzt haben wir es. Merci beaucoup. So, Jungs, also ich glaube, die Folge mit irgendwie zu dem Feldrömer noch zu kommen, das bringt nicht, das wird nichts. Wir werden hier erstmal noch ein bisschen in den Wald rumlaufen, weil irgendwie... Guck mal, da hinten sind die nächsten Feldräuber. Nur da oben und da hinten sind irgendwie Waage. Alter, was ist denn da vor uns noch für eine Party? Ach du Scheiße, Jungs. Also ich glaube... Ich glaube persönlich, wir haben ja noch zu tun. So, wann haben wir das letzte Mal eine... Ach, Moderats greifen sofort an, oder was? Na, stark. Aus einem Meter erstmal schön direkt den Pfeil verfehlen. Voll da Fusten, ist nichts, Alter. Zu. Noch was irgendwie außer Feldräuber in der Nähe? Das Ding ist, nur mal anschluss, als wenn ihr jetzt gar nicht mehr wisst, wo wir nämlich sind, ich guck mal anschluss für euch auf die Karte. Wir sind hier irgendwie mitten im Wald. Und ganz links wollte ich eigentlich beim Leuchtturm, ne? Da wollten wir eigentlich hin. Also irgendwie müssen wir diesen Weg hier folgen und uns dann doch irgendwie doch links halten. Na gut, wir machen erstmal die Feldräuber platt. Das Schöne ist, es ist jetzt auch für mich eigentlich so ein bisschen Neuland. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was kommt, du. Das wusste ich auch nicht, als ich in den Wald reingegangen bin. Die zwei Riesenratten, die kamen mir wirklich noch bekannt vor, muss ich ehrlich. So, aber triff ihn doch mal! Wir kriegen hier Schaden, Mann. Und jetzt werde ich auch noch angerufen, Freunde. Mitten im Kampf. So, jetzt immer was daran gehen, ne? Das glaubt ihr mir nie, Freunde. Das glaubt ihr mir nie. So, pass auf, ich erzähl's gleich. Aber erstmal machen wir noch den Feldräuber platt. Glaubt ihr mir eh nicht. Was will der Feldräuber? Halt mich vorher noch heilen? Ist das. Ob das. Wie war das? Ob das Ding. Nee, wie war, ob das Gänge? Wie war denn dieser Spruch damals? 2015. Ja, ob das Gänge ist die Frage, genau. So, pass auf, weißt du, wer angerufen hat? Meine Chefin. Weil ich habe einen Chef und eine Chefin. So. Chefin hat angerufen und meinte. Die sind nämlich auch, ich kann es ja mal sagen, ich meine, wenn ihr meinen Kanal kennt, ihr müsst nur auf FIFA kurz gucken, nur kurz auf das Bild kurz an, das Thumbnail gucken, dann wisst ihr schon, für welchen Verein mein Herz schlägt, ne? Und die ist halt auch Dortmund-Fan. Und ja, heute, die Frage, heute, Mittwoch, aus der Woche, die ihr jetzt kennt sozusagen, ne? Also dieses Video kommt am Donnerstag, das heißt gestern für euch. Ne, dieses Video kommt am Freitag, vorgestern für euch. Pass auf, und die fragt mich jetzt einmal, Alex, wo kommt ein Fußball? Ich habe überall geguckt. Und das Problem ist bei ZDF, ARD, ne, wenn die Fußball übertragen, dann haben die damals ja echt 20.15 Uhr angefangen, direkt nach Nachrichten oder sowas, ne? Und heute ist es ja irgendwie mal 20.25 Uhr, weil so was weiß ich noch, irgendwas vorher zeigen wollen. Keine Ahnung. Und das geht ja auch. Warte, was war denn da oben gerade? Oh, Blutfliegen. Können wir auch platt machen? Ey, und ich bin hier positiv übrigens überrascht, was wir alle platt machen können in diesem Wald. Ich dachte, hier sind überall ein paar Waage und dann hat sich die ganze Sache ja erledigt, aber. Das Volumen, du. Was war hier noch? Ach ja, eine Drachenwurzel. Das können wir mitnehmen, ne? Also Jungs, für die auf Stärke gehen, hier ist dann eure Drachenwurzel. Der 48. Baum auf dem Weg hier. Kann man sich leicht merken, finde ich. Also ist jetzt nicht so schwer. Oh shit. Und das ist irgendwie anscheinend ein Motto bei Dossi 2, dass bei Schattenläufern immer auch ein paar Blutfliegen sind. Oh, nicht gut. Okay, wir müssen den... Also da waren ja die Waage, ne? Da brauchen wir nicht hingehen. Links ist ein Schattenläufer. Laufen wir einfach mal... Weißt du was, Jungs?
Scheiß auf den Weg, wir laufen jetzt einfach mal querfeld ein. Was ist das denn? Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Scheiße, Mann. Varan können wir fast platt machen, glaube ich. Riesenratten? Wo sind wir? Also daran, beim besten Willen, kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Sieht eigentlich voll freundlich aus da hinten. Nur mal so, die Höhle hier, nur dass ihr mal wisst auf der Karte, wo das ist, ist hier oben. Ja, nur dass ihr mal gesehen habt. Die Schwärzen, Bolzen, nehmen wir alles noch mit. Da hinten sind halt die Varane, da können wir im Moment halt leider wirklich noch nichts tun. Wir haben es ja auch probiert gehabt und sind seitdem ja nicht wirklich stärker geworden. Aber Riesenratten, Freunde, die kriegen wir hin. Das Problem ist, ich gehe mal dann stark davon aus, dass diese Höhle nicht nur von Riesenratten bewohnt wird. Aber wir gehen trotzdem rein. Also so ist nicht. Das Problem ist, wir sehen erst jetzt was. Ich sehe übrigens auch erst jetzt. Kommt doch her, da. Vielleicht ist es auch so, dass, ich meine, es ist jetzt zum zweiten Mal, dass beim ersten Schlag der Volltreffer gemacht wird. Vielleicht ist es auch so, ich habe das glaube ich schon mal bei Scavenger, aber eigentlich im ersten Teil von Dossit gemerkt, dass du, wenn du einen bestimmten Zeitpunkt, wenn die angreifen, selber den Schlag landest, vor allem den Schlag nach vorne, dass du dann unglaublich krassen Schaden machst. Wo sind wir denn? Also ihr seht jetzt wahrscheinlich wieder gar nichts. Wisst ihr was? Gar nicht. Ich versuch's mit der Kamera so viel möglich für euch sichtbar zu machen. Da hinten ist irgendwas. Jetzt mal ohne Scheiß, Jungs. Wo sind wir? Und wie kommen wir da rein? Jungs, nur für euch mache ich das jetzt. Ich denke mal nicht, dass wir da reinkommen, aber nur für euch. Wir haben ja ein paar Fackeln. Mache ich meine Fackel an. Ah, hier ist eine Winde. Was ist so? Womit denn? Ah, bei der Winde findet ein Gegenstand, oder was? Jetzt natürlich die Frage. Gibt es hier irgendwo einen Gegenstand? Also so ein Holzding, oder was? Vielleicht draußen, bei diesen ganzen Varanen und so weiter. Da gucken wir uns mal nach um. Das ist ja hier... Das ist aber mehr als interessant. Finde ich persönlich. Das ist ja mal richtig geil. Pfeil können wir mitnehmen. Übrigens, wenn ihr jetzt kämpfen würdet, geht die Fackel weg, ne? Das ist das Problem. Die Frage ist, ich glaube, meine Fackel kann man nochmal aufheben, oder? Ja, genau. Wenn ihr euch richtig hinstellt, das ist ein kleiner Rapper von mir, wenn ihr euch richtig hinstellt, dann könnt ihr die Fackel nochmal aufheben. Also, vielleicht liegt hier irgendwas rum, ich kann es euch nicht sagen, weil wir an den Varanen nicht vorbeikommen. Was wir halt hier... Alter, es sind auch übelst viele, Mann. Ich sehe auch persönlich jetzt erst nichts. Okay, das müssen wir uns mal absolut merken. Ist ja der Hammer. Da oben ist ein Steinkreis, ne, gut. So, das Problem an der ganzen Sache ist, wir müssen irgendwie hier raus. Wir müssen also irgendwie an dem Varan vorbei. Ich glaube, die Richtung ungefähr. Aber ich müsste dazu eigentlich mal wieder... Der Schattenläufer ist da. Okay. Seid hier, Jungs! Kyla und Molerat. Molerat sind okay. Feldräuber. Hä? Die ist ja anscheinend. Die ist anscheinend noch ein Weg. Ey, Jungs, ich bin jetzt hier vollkommen raus, aber es macht auf jeden Fall richtig. Hallo, trifft doch. Bist du behindert? Also mit dem Boden, Jungs, ich komme noch nicht richtig damit klar. Was sind dann die Teiler? Okay.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da nicht mehr durch, aber das ist ja voll spannend. Also für, selbst für mich als Spieler, der das Spiel normalerweise kennen sollte, ist das hier voll interessant gerade. So, die beiden Feldräuber locken wir natürlich noch raus, ist ja klar. Die machen wir nass. In die Höhle da, also ich... Oh. Stehen übrigens gerade buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ja, hier müssen wir uns ein, zwei Schläge einstecken. Damit der andere Feldräuber nicht nur ankommt. Weil genau das dann passiert, ne? Wenn der andere ankommen würde, würde der sich mal die ganze Zeit zurückziehen und wir würden die ganze Zeit Schläge von dem anderen abkriegen. Das darf nicht passieren, Freunde. So, Feldräuber, komm mal bitte jetzt her hier. Ich will nicht... Da oben ist irgendwo so ein Schattenläufer. Ich glaube, genau über dem Feldräuber sogar. Müssen wir irgendwann so eine Challenge machen, so Feldräuber-Challenge. Und du musst irgendwie 10 Feldräuber platt machen, einzeln. Und darfst nicht einmal getroffen werden, du. Gothic-Feldräuber-Challenge. Ich glaube, da oben ist er, Jungs. Wenn ich jetzt den Boden in die Hand nehme, müsste ich den genau auf dem Profil haben, oder? Nee. Gut. Problem wird jetzt langsam, dass es dunkel wird. Ich mich jetzt schon mal. Das ist scheiße. Für Wald immer kacke. Da sind Waage. Alles klar, wir laufen hier lang. Wie viele Keiler waren es denn? Ich meine, es waren 2. Im ersten Blick. Oh, scheiße. Pass auf. Trägt 17b. Du bist so ein Vollpfosten. Gut. Sehr gut. Wo auch immer wir hier oben wären. Hä? Okay, der ist relativ... Der war relativ nah dran, der Wag. Ich will mich ja einfach nur noch verkrümeln, du. Da waren jetzt 2 Keiler, da waren 2 Keiler, da sind Feldräuber. Ihr hört es im Hintergrund vielleicht, der Wecker klingelt. Ich will mich eigentlich jetzt nur noch mal ganz kurz nach außen wagen. Ach du Scheibenkleister, ein Snapper! Also Jungs, wir müssen irgendwie noch ein paar Viecher platt machen. Das werden die Feldräuber auf jeden Fall hier sein. Und dann irgendwie aus diesem Wald wieder raus. Wir haben hier irgendwas, irgendwo sind wir falsch abgebogen, Freunde. Aber das Schöne ist, ich kann es euch mal zeigen, wir haben jetzt nur noch 1700 Erfahrungspunkte, die wir kriegen können. Die können wir fast in den Wald hier kriegen, Freunde, wenn wir hier mal irgendwann wieder rauskommen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Also, ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächsten Folgen. Bis denne!